jetzt genau 16 Uhr. 16 Uhr bedeutet für die heutige Fortbildung, dass wir pünktlich anfangen. Wir sind in diesem Fall Florian Lau und ich. Wir sagen gleich noch was zu unserer Person, zu unseren Personen. Heute geht es um Sozialkompetenz und kleine Spiele. Ein sehr schönes Thema. Vor allen Dingen ein schönes Thema, weil wir aus unterschiedlichen, hoffentlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Und ja, freuen uns über eine vollgepackte gute Stunde, die wir jetzt mit euch verbringen. Teilnahmebescheinigung kennt ihr, gibt es immer im Anschluss per E-Mail im Laufe der Woche. Und Fragen stellt ihr gerne in den F&A-Bereich, die entweder Paul beantworten wird oder wir direkt im Online-Seminar aufgreifen werden. So, dann schaue ich mal, ob ich es schaffe, meinen Bildschirm freizugeben. Dann mal erste Frage an dich, Flo. Was kannst du gerade sehen? Ja, dein PowerPoint. Wunderbar. Läuft. Okay. Jetzt siehst du die Folie groß, oder? Jawohl. Nee, jetzt sehe ich alles. Super. Jetzt sehe ich Sehr auch gut. natürlich dein, ich sehe natürlich auch deinen Bildschirm. Also ich sehe auch deine Präsentatorenansicht. Und jetzt? Du bist wahrscheinlich die Referentenansicht rausnehmen, den Haken rausnehmen, wenn du dann mal kurz rausgehst. Rechts oben, Bildschirm, könntest du Fenster auswählen, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Ach Oder, ja. genau, oder halt dann auch Bildschirm, vielleicht, dass du es im Fenster machst, dann kannst du auch ohne die zu unterbrechen. Naja, nee, mach mal, mach mal zu gehen. Ist es jetzt für dich klein oder groß? Immer noch groß? Okay, also da ist ein Vollbild, ja? Nein. Ist immer noch wie PowerPoint. Vielleicht immer von Beginn an. So, einen Moment. Jetzt müsste es gehen, oder? Leider nicht. Leider weiter in PowerPoint. Also Das wenn soll ja du, auch PowerPoint sein, also aber. eher, aber mit Menü mit einem, ne? Ja, ihr seht schon technische Schwierigkeiten. Ja, jetzt haben wir es, jetzt haben wir die. Ah, ja, ich muss natürlich auch auf Freigeben drücken, sonst. Okay. Okay. Jetzt hast du ein Vollbild. Wunderbar. Sehr Wunderschön. schön. Genau, also das heutige Thema habe ich gleich die ersten paar Minuten wieder verspielt, die wir durch pünktliches Beginn herausgeholt haben. So, sei es drum. Genau, heutiges Thema kleine Spiele für mehr Sozialkompetenz. Online-Fortbildung, die schon häufiger dabei waren, kennen das ja, findet bonusmäßig alle 4 Wochen immer montags um 16 Uhr statt. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Florian Lau diese Fortbildung zu halten und übergebe gerne schon mal das Wort an dich, dass du etwas zu dir und deiner Person und deiner Expertise sagen kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Florian Lau, bin Sportlehrer aus Berlin-Marzahn an einer integrierten Sekundarschule bzw. Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 10. Bin für die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zuständig für den Schulbasketball und kümmere mich da um ja, Lehrkräftefortbildungen und den Spielbetrieb der Schulligen in Kooperation mit Alba Berlin zusammen. So dass wir dafür sorgen, dass ja, ganz, ganz viele Kinder permanent am Ball sind und ja, wir diese tollen Inhalte, die Alba immer zur Verfügung stellt, auch ein bisschen übersetzen können auf, na, auf eine pädagogische Ebene, sage ich mal, weil ja doch die Perspektiven, die heute zum Ausdruck kommen werden, doch durchaus unterschiedliche sein können, ne? Also niemals als Trainer, der sicherlich vor anderen homogeneren Gruppen steht als wir, die in der Sporthalle stehen und mit, ja, sowohl mit motivierten SchülerInnen als auch mit ja, Turnbeutel vergessenden Schülern zu tun haben. Ja, das wird spannend heute, dass wir die Spiele entsprechend mehr perspektivisch betrachten. Genau, daran kann ich gleich anknüpfen. Deshalb finde ich es auch super, dass Flo sich bereit erklärt hat, heute diese Online-Fortbildung mit mir gemeinsam durchzuführen. Ich heiße Nima, habe schon einige Online-Fortbildungen für Alba Berlin gemacht und kümmere mich
im Projekt Sport Digital um die Aus- und Fortbildung. Aus- und Fortbildung verstehen wir auch durch die Corona-Zeit bedingt als zweigleisig auf der einen Seite Online-Fortbildungsangebote, so wie das heutige, und auf der anderen Seite Präsenz-Fortbildungsangebote. Das erste Präsenzangebot, das es in diesem Jahr, genauer gesagt in dieser Woche geben wird, findet in der Gropius statt, also in Berlin-Gropius statt. Wer sich dort als Erzieherin, Lehrerin oder auch generell interessierter Mensch als Vereinsfunktionär, Trainer, Trainerin anmelden möchte, kann das noch tun. Es gibt noch ein paar wenige Plätze. Informationen dazu findet ihr auch auf der Albathek-Seite www.albathek.de. Heute geht es um die Online-Fortbildung, die erstmal mit der Präsenzfortbildung nichts zu tun hat. Aber natürlich geht es am Ende immer darum, Kinder für den Sport zu begeistern. Und das Projekt Sport Digital, um mal zur nächsten Folie zu kommen, ist ein dreibeiniges Projekt. Vielleicht haben einige von euch auf dem Alba Berlin YouTube-Kanal die Sport macht Spaß-Folgen eifrig verfolgt und im besten Fall auch mitgemacht mit den Kindern oder auch alleine. Das findet ja nun schon seit mehr als einem Jahr statt. In diesem Sommer wurde die Albathek, www.albathek.de, ins Leben gerufen, wo über 200 Spiele für den Kita- und Grundschulbereich hinterlegt sind. Diese Albathek ist kostenlos, also man braucht keine Zugangsdaten, man schließt kein Abo ab, sondern in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern und mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurde diese Plattform programmiert und von Trainern und Trainerinnen von Alba Berlin mit Spielen und kreativen Ideen bestückt. Und das dritte Bein oder der dritte Ast dieses Projektes Sport Digital von Alba Berlin sind eben die Fortbildungen, an der ihr jetzt gerade teilnimmt, beziehungsweise wer will eben auch am Freitag und am Samstag mich und auch Flo, meinen Kollegen heute, in Persona kennenlernen könnt, wenn ihr das wollt. Also meldet euch gerne an. Sozialkompetenzen ist für uns ein weites Feld. Flo eher aus der Lehrersicht. Ich komme eher aus der Trainersicht. Von daher hoffen wir uns natürlich zu ergänzen und auch andere Dinge anders einzuordnen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Sozialkompetenz grob clustern wollen. Welche Cluster das sind, dazu möchte Flo gerne etwas sagen. Genau, also wir möchten erstmal dafür sorgen, dass alle hier mit einem gemeinsamen Verständnis von Sozialkompetenzen in die Fortbildung gehen und dass wir uns darauf einigen können. Das wird auch so unsere grobe Struktur sein. Ganz wichtig ist natürlich zentral Kommunikation und Kooperation. Das bildet tatsächlich auch den Hauptschwerpunkt. Dazu gehört allerdings auch natürlich der Umgang mit Konflikten. Also das werden wir heute nicht bedienen können. Wenn ihr da Konfliktpotenzial in einigen Spielen seht, dann bitte steuert das gerne bei. Aber das ist was wir leider ein bisschen ausklammern müssen. Es hat ja dann doch eher etwas mit ja, ganz konkretem Wissen auch über ja, die eigene Lerngruppe zu tun. Also das werden wir jetzt in Spiel nicht herauskitzeln, dass es da zu starken Konflikten kommt, also die dann handgreiflich im schlimmsten Fall enden, sondern wir werden andere Impulse setzen, die hoffentlich eher den positiven Dreh in Richtung Kooperation finden werden. Und der dritte Aspekt ist die Fairness. Wir haben ja gesehen, unsere Teilnehmenden kommen aus der ganzen Bundesrepublik. Einige werden jetzt vielleicht an ihren eigenen Rahmenlehrplan denken. Also natürlich ist das hier so ein bisschen auch zusammengeschrieben aus verschiedenen Lehrplänen. Und aus ein paar Publikationen. Also ich hoffe, dass Leonard uns die Quellen auch am Ende noch erhalten hat, die in der Präsentation stehen. Ansonsten auch gerne per E-Mail, wenn das nicht der Fall sein sollte. Ich habe die jetzt nicht noch vorher nochmal einsehen können. Dann steuern wir das auch gerne nach. Also bei Kommunikation, kommen wir gleich drauf. Sollten wir dann vertiefen, wenn wir soweit sind. Vielleicht machen wir mal eine Folie weiter. Also wie wir das Ganze pädagogisch inszenieren. Also wichtig ist für uns, dass natürlich eine ausgeprägte Sozialkompetenz ganz, ganz wichtig ist, um für eine Gruppe ein positives, angenehmes Spielerlebnis hervorzurufen. Also sicherlich ist es möglich, als der absolute Egomane technisch versiert am Ball zu sein, virtuos mit dem Spielgerät umzugehen,
eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen, aber so gut zu sein, dass alle trotzdem mitspielen müssen. Ich denke an Michael Jordan so ein bisschen. Wer vielleicht die Dokumentation gesehen hat, der sieht durchaus, dass da ganz viele gebrochene Egos Charaktere am Ende seinen Weg säumten. Aber der Erfolg gab ihm recht. Aber der war ja auch durchaus sehr schwierig. Für die Schule, wir wollen nicht den neuen Michael Jordan, sondern wir wollen natürlich auch durch und zum Sport erziehen. Wir wollen, dass sich Sozialkompetenzen, die über den Sport hinausgehen, ausgeprägt werden. Wir wollen erziehenden Sportunterricht durchführen. Wie wir das Ganze inszenieren würden, das wäre hier ein pädagogischer Dreiklang, sagen wir mal. Also erstmal, dass wir einen guten Stundeneinstieg haben, dass wir problematisieren durch kleine Spiele, in denen wir auch gerne ein bisschen die Regeln manipulieren, vielleicht ein paar Vorgaben machen, die unsere Schülerinnen und Schüler vor Probleme stellen, die sie mit den Lösungen, die sie bisher kennen, idealerweise noch gar nicht lösen können. Ansonsten haben wir vielleicht zu tief gezielt. Der zweite Schritt, nachdem alle ein gemeinsames Verständnis für dieses Problem haben, wäre es, dass wir vielleicht eine kurze Reflexion des Ganzen machen und im Mittelpunkt der Stunde sozusagen die Erarbeitung und Erprobung unserer gemeinsamen Lösung haben. Und am Ende, das wäre dann der dritte Schritt, dass wir schauen, führten unsere Lösung, die auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein müssen, aber führten unsere Lösung irgendwie zu einer Progression, hat uns das weitergebracht und in dem ganz konkreten Feld hat das zu einem angenehmen Spielerlebnis geführt. Da ist dann natürlich auch wichtig, dass wir uns als Lehrende das Feedback der Schülerinnen und Schüler einholen und dass wir da, dass es nicht ganz fremd für uns ist, da in Dialog mit den Lernenden zu gehen. Okay, Nima, dann würde ich dich mal bitten, eine Folie weiterzumachen und zur TrainerInnenperspektive zu switchen. Ja, genau. Flo hat ja gerade die Sicht des Lehrers oder der Lehrerin auf die Sozialkompetenz geführt. Ich glaube, die zwei Welten sind gar nicht so unterschiedlich, sondern haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Also die Welt der Trainer und der Trainerin und die Welt der Pädagogen, wenn man so will. Und ich glaube, manchmal nutzt man nur unterschiedliche Sprache, meint aber das Gleiche. Das heißt, wenn wir von Sozialkompetenz sprechen, dann meinen wir vor allen Dingen die Fähigkeit, mitspielen zu können. Und ich halte sie wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so nach dem Motto, ja, das ist ja klar, natürlich werden sich alle an Regeln halten, das ist doch selbstverständlich. Aber in der Praxis, ich komme vor allen Dingen aus der Trainerwelt, hat man natürlich, dass die Leute vielleicht technisch, taktisch ein bisschen versierter sind als jetzt im normalen Sportunterricht. Dafür bleibt aber die sogenannte Mitspielfähigkeit oft auf der Strecke, weil Trainer ihr nicht so viel Raum widmen, weil im Zweifelsfall der nächste Sieg und ob man im Kindes- und Jugendbereich überhaupt schon das Siegen, also das Gewinnen zum Primat machen sollte und über alles stellen sollte, sei mal eine andere Frage. Aber das wird zumindest meiner Erfahrung nach aus meinem langjährigen Vereinsleben mit nur wenig Aufmerksamkeit bedacht, was ich manchmal verstehen kann, aber manchmal auch denke, vielleicht liegt es genau auch daran, dass das Sporterlebnis, das Training eben nicht so freudvoll ist, weil die Mitspielfähigkeit eben noch nicht so ausgeprägt ist. In der Trainingswissenschaft oder wir in der Trainerwelt meinen mit Fähigkeit, also mit der Mitspielfähigkeit, Spiele in Gang zu setzen, sie in ihrem Verlauf zu sichern und bei Störung wiederherzustellen. Ein aktuelles Beispiel aus meiner eigenen Trainingsgruppe. Spieler trifft einen Korbleger nicht oder ihm passiert ein Fehler oder was auch immer und bleibt hinten stehen und ist sichtbar bockig, also entscheidet sich in dem Moment, ich habe jetzt aufgehört, mitzuspielen. Und nun kann man natürlich sagen, ja, er hat gefälligst immer nach hinten zu rennen, habe ich ihm in der Situation auch gesagt. Aber man kann natürlich sich auch fragen, warum geht er so mit Erfolg und Misserfolg um, dass er sich entscheidet, bei einem persönlichen Fehler hinten stehen zu bleiben. Oder, was wir bestimmt auch alle kennen, jemand anderes macht in Anführungsstrichen einen Fehler und das wird dann damit bestraft oder getadelt, indem ich einfach stehen bleibe, weil ich denke, okay, dein Fehler führt jetzt dazu, dass ich nicht mehr richtig mitspiele. Das heißt, der Bereich Sozialkompetenz aus der pädagogischen Sicht und die Mitspielfähigkeit aus der Trainerwelt sind, wie wir finden, eng miteinander verwoben. Und manchmal ist es nur eine sprachliche
eine sprachliche Ungenauigkeit, die man, glaube ich, leicht auflösen kann und ist aber ein elementarer Bestandteil. Und darum geht es ja bei Sportspielarten, die Spielfähigkeit herzustellen, weil was nützt der nächste Michael Jordan, der nächste Virtuose, wenn eben dieser Aspekt der Spielfähigkeit, nämlich die Mitspielfähigkeit, quasi nicht trainiert, geschult und vor allen Dingen auch, und da erhoffe ich mir von Flo heute eine Menge wertvollen Input, in angemessener Art und Weise reflektiert werden kann. Das heißt, wir wollen euch Spiele zeigen zu bestimmten Sozialkompetenzen und wollen euch auch an die Hand geben, wie man über solche Sozialkompetenzen mit der Gruppe sprechen kann oder die Gruppe eben auch mal alleine nachdenken kann und Lösungen erarbeiten kann. Die erste Sozialkompetenz, die wir uns für die heutige Fortbildung herausgesucht haben, ist die Sozialkompetenz Kommunikation. Flo, möchtest du dazu noch was einleitend sagen oder wollen wir gleich in den Spielteil gehen? Ja, ich glaube, das ist im Interesse aller, wenn wir das jetzt nicht zu sehr zerreden. Also es ist wichtig natürlich, ne, verbal und nonverbal angemessen zu kommunizieren, die Informationen zu erhalten, auch zu verstehen, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, das können wir abkürzen. Okay. Und gleich in die Praxis gehen. Wir haben uns zwei Spiele da rausgesucht, wo wir der Meinung sind, Kommunikation passt super. Das ist einmal Autoscooter, das werde ich zeigen und erklären. Und danach Wallball, wo Flo dann auch nochmal vertiefend drauf eingehen wird. So, jetzt werde ich einmal den Switch machen, damit wir in die Albathek gehen können. Und ich bräuchte mal dich wieder als mein Auge. Also noch läuft die Präsentation. Jetzt sind wir in der Albathek. Okay, du kannst also Autoscooter sehen? Ja. Super. Sehe ich. Genau, also die Spiele findet ihr auch alle in der Albathek. Und ich würde sagen, sparen wir uns die Rederei und Mats ab zum ersten Spiel. Und dieses Spiel auch gerade vor dem Hintergrund der Kommunikation sich einmal anschauen. Es hakt gewaltig immer. Aber hast gut, du grad? Es hakt. Man versteht auch den Ton nicht, also ich zumindest nicht. Aber dann können wir ja zumindest das Ganze verbal begleiten, oder? Oder hast du auf Pause gedrückt? Ich habe gerade auf Pause gedrückt, ja. Es geht sehr, sehr langsam. Okay, Nima, also man hört den Ton nicht. Möchtest du kurz erzählen, was dort passiert, worum es da geht? Ich versuche gerade noch mal. Ich starte nochmal das Video. Du musst den Modus für verbesserte Wiedergabe von Videos und Audio noch aktivieren bei der Bildschirmfreigabe. Ja, kann ich gerne machen. Weißt du, wo das ist? Müsste bei der Bildschirmfreigabe sein. Okay, während du die technischen Probleme löst, versuche ich ganz kurz zu erklären, worum es geht. Also die Teilnehmenden haben ja jetzt schon gesehen, dass wir die Schülerinnen und Schüler paarweise zusammenbringen. Es wäre eine Möglichkeit, induktiv auf das Thema Kommunikation zu kommen. Autoscooter, in dem Fall geht es nicht darum, den anderen möglichst irgendwie von der Bahn zu schieben, sondern hier geht es darum, Kollisionen zu vermeiden. Es ist eine Mischung aus Vertrauen, also sogar blindes Vertrauen, wenn man das so möchte, dass der vorne laufende Schüler oder die Schülerin die Augen verschließt und nur navigiert wird durch entweder akustische Kommandos oder durch Tippen auf die Schulter oder auf den Oberarm und man so wie ein Roboter den Mitschüler oder die Mitschülerin durch einen begrenzten Raum steuert. Das wäre eine Möglichkeit. Natürlich können da noch Zusatzaufgaben dazukommen, ne, dass man vielleicht auch Hindernisse in den Raum macht. Das macht das Ganze noch nicht nur gefährlicher, sondern auch spannender, dass man Bänke querstellt oder mal einen Hocker überqueren muss.
ist was, was wunderbar auch im Freien auf dem Schulhof gemacht werden kann. Und ja, hat sowohl einen kommunikativen Aspekt natürlich drin, als auch einen Vertrauensaspekt. Ich würde das Video jetzt nochmal starten. Ich glaube, man müsste den Ton jetzt hören. Gibst du mir dann einmal Feedback? Gerne. Sehr gut. Okay, stopp. Wechselt mal die Fahrerin. Und weiter geht's. Ja, passt schön auf, dass ihr im Feld bleibt. Das ist wichtig. Und wieder einen Gang hochschalten. Das ist zu langsam. Genau. Und stopp. Wieder wechseln. Ab jetzt ist es nicht erlaubt zu reden. Los geht's. Und einen Gang hochschalten, los! Oh, jawohl, sehr gut! Ton ist da, hat mir Stefanie geschrieben. Okay, vielleicht ganz kurz zu dem Spiel. Also was, es ist jetzt kein Hexenwerk, ne? Viele werden diese Übung auch kennen. Nur natürlich ist es wie bei den anderen Spielen auch eine Frage der Einbettung und der Inszenierung. Wenn, das wäre jetzt ein ganz guter Impuls, glaube ich, um auf das Thema Kommunikation zu kommen. Also wir haben die verbale Kommunikation, wir haben die nonverbale Kommunikation. Man könnte das Ganze noch ein bisschen spannender gestalten, indem man sich vielleicht auf einem verwirrenden Basketball-, Multisport-, Handballfeld bewegt und die SchülerInnen nur auf den Linien sich bewegen dürften. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Variation, dass man vielleicht sogar sagt, hier die schwarzen Linien sind die Autobahnen, da darf man ein bisschen schneller fahren, auf blau, hellblau, weiß gilt, weiß ich nicht, ein langsameres Tempo, Vorfahrtsregeln müssten beachtet werden, das würde dann das Ganze nochmal ein bisschen mit Präzisionsdruck versorgen. Nima. Ja, ich bin gerade dabei, also der Ton funktioniert jetzt, du hast ihn auch gehört, ne? Ja, allerdings haben wir jetzt die Balken von dem Zoom-Menü über dem Bild. Ich hoffe, dass, wenn du die oben schiebst, dann ist das immer, glaube ich, ein guter Kompromiss. Ja, ja. Genau, ich kann mich dem nur anschließen, beziehungsweise will es nicht wiederholen, was du gerade alles schon gesagt hast, vor allen Dingen, weil Wallball ja auch das Spiel ist, wo wir auch nochmal den Kommunikationsaspekt schön sehen und euch dann auch noch was an die Hand geben wollen. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir gleich zu Wallball gehen. Ton wird jetzt einwandfrei funktionieren. Okay, dann wir schauen uns nur Wallball in der Grundvariante an, oder Flo? Ja, vielleicht vorweg. Das ist jetzt ist auf jeden Fall ein super cooles Spiel. Das ist aber für das Unterrichtsvorhaben, das wir jetzt hier empfehlen würden, ist es variabel austauschbar. Also es geht im Prinzip einfach um ein einfacheres Spiel, für das nicht allzu viele Techniken beherrscht werden müssen. Ein Spiel, das die Klasse schnell verinnerlichen kann, um dann sich schnell auf den Aspekt der Kommunikation auch konzentrieren zu können. Wie man das machen könnte, das werden wir dann im Anschluss beleuchten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in F&A schreiben, Frage und Antwort. Und dann können wir da auch diese Fragen gleich immer mit beantworten. Ja, kann's losgehen. Okay. Unser nächstes Spiel heißt Wallball. Das ist ein englischer Begriff. Wall ist die Wand, Ball ist der Ball. Das Ziel des Spiels ist also, den Ball gegen die Wand zu bringen. Dafür haben wir zwei Teams, einmal Team Gelb und einmal Team Blau. Team Blau spielt zusammen und versucht, den Ball an die Wand von Team Gelb zu bringen. Team Gelb versucht, den Ball rüber an die Wand von Team Blau zu bringen. Dabei habt ihr den Ball in den Händen und müsst ihn dann gegen die Wand drücken. Dann erzielt ihr einen Punkt für eure Mannschaft. Sehr gut. Punkt für Gelb, blauer Ball. In der ersten Runde, die wir jetzt spielen, dürft ihr noch nicht dribbeln. Ihr dürft euch nur ohne Ball bewegen und wenn ihr einen Ball fangt,
dürft ihr euch wie in einem Basketballspiel drehen und einen Sternschritt nutzen, um ihn dann weiterzuspielen, beziehungsweise wenn ihr ihn an der Wand fangt, mit dem Sternschritt den Ball an die Wand tippen. Und es kann dann sehr gut sein, dass ich zwischendurch noch einen zweiten Ball, vielleicht sogar einen dritten Ball, je nachdem wie es läuft, euch mit dann dazugebe. Sobald ein zweiter Ball ins Spiel kommt, kann es sein, dass ihr die Rolle selber auswählen müsst. Weil wenn ein Ball bei Blau ist und ein Ball bei Gelb ist, dann kann es sein, dass ihr Angreifer oder Verteidiger sein müsst, je nachdem, was die Situation dann erfordert. Ihr müsst also sehr gut schauen, was um euch herum passiert und sehr gut aufpassen. Okay, ich werde jetzt mal die Freigabe wieder ändern, weil du ja jetzt... Lass mich kurz was erzählen dazu, bevor wir das machen. Wie ich gesagt hatte, also wir können da auch ganz andere Spiele dazu spielen. Also ich habe das Ganze mit einer 7. Klasse gemacht im Basketball. Also da waren wir einfach schon ein bisschen weiter und wir konnten schon Basketball spielen, beziehungsweise wir haben 3 gegen 3 Streetball gespielt. Über die ganze Unterrichtsreihe mit sogenannten Schicksalsgemeinschaften, sage ich mal. Also ihr kennt ja alle das Phänomen, dass man immer wieder fragt, ob sie jetzt dann doch nochmal tauschen können, ob man doch mit dem besten Freund oder der besten Freundin noch zusammenspielen kann und ob man am Ende nochmal ganz andere Teams machen kann. Ich hatte damals, ich mache es regelmäßig, bewusst feste Teams genommen. Die sind zu Beginn nach einem Zufallsprinzip zugeteilt worden. Dann haben wir später nochmal das Thema Jungen und Mädchen, also ein bisschen geschlechtersensibel beleuchtet, weil für die Jungs war natürlich klar, die Guten sind die Jungen und die Schlechten sind die Mädchen, dass wir ganz schnell relativieren konnten. Die Teams waren dann mehr oder weniger gerecht aufgeteilt. Das war auch eine wichtige Erkenntnis erstmal, dass das für ein gutes Spielergebnis oder ein Spielerlebnis auch wichtig ist, gerechte Teams zu haben. Aber darauf wollen wir gar nicht so sehr eingehen, weil wir haben jetzt den Kommunikationsaspekt, den wir gerade so ein bisschen anschauen wollen. Eine Empfehlung, die wir machen können bei dem Spiel oder einem anderen, wäre es, ein Rollenspiel durchzuführen. Dazu, Nima, kannst du bitte mal das Arbeitsblatt teilen? Ich hoffe, dass das später auch zugänglich gemacht werden kann. Ja. Vielleicht vorab. Kannst du sehen? Ich kann es sehen, wunderbar. Super. Lassen wir noch mal ganz kurz oben. Wir haben Rollenkarten und wir haben 3 verschiedene Rollen zu besetzen. Also die Gruppe bekommt ein Arbeitsblatt, entweder sie sind die Positivos, sie sind die Egalos oder sie sind die Negativos. Sie haben sich jetzt dazu zu äußern, wie die Kommunikation von Menschen aussieht, die im Spiel entweder positiv miteinander umgehen oder, Nima, geh mal runter, nicht, dass ich hier was Falsches wiedergebe. Also negativ umgehen, das kann ich mal vorwegnehmen, oder denen es halt mehr oder weniger egal ist. Denen ist es ziemlich gleichgültig, was in diesem Spiel passiert. Wichtig ist dabei, dass man nur den kommunikativen Aspekt beleuchtet. Wir haben hier 3 Situationen, also einmal im Zusammenspiel allgemein, dann, wenn du ein bisschen runtergehst, Nima, bei erfolgreichen Aktionen des Teams, aber auch bei Fehlern von MitspielerInnen. Wichtig, da unten der Disclaimer: Beleidigungen sind selbstverständlich verboten. Also wir kümmern uns ja gerade um Sozialkompetenz. Und natürlich spielen sie trotzdem richtig, um zu gewinnen. Sie sollen nur die Kommunikation nachahmen. Also wir können uns das jetzt so vorstellen, wir haben vielleicht 6 Mannschaften, kleine Teams, die verschiedene Rollenkarten zugelost bekommen. Sie setzen sich kurz im Kreis, nehmen einen Stift zur Hand, schreiben ein paar Notizen dazu und haben dann im ersten Durchgang, in der ersten Spielphase die Aufgabe, genau diese Rollen zu spielen. Also man muss sich das dann so vorstellen, wir haben dann Positivos, die völlig euphorisch abgehen am Spielfeldrand und sich beklatschen und bei Fehlern anfeuern. Das sind alles Verhaltensweisen, die SchülerInnen auf jeden Fall auch schnell darstellen können, auch authentisch. Dann haben wir Leute, die halt mit den Schultern zucken, ja, mein Gott, ist ja egal, und hier, mach weiter, egal jetzt. Und natürlich gibt es auch das andere Extrem, die wirklich sich runterziehen und Mann, ich war frei und eine sehr destruktive Perspektive einnehmen. Der Clou an dem Ganzen ist, dass dieses Rollenspiel mit jeder Spielphase weiter sich entwickelt. Also die Zettel, die SchülerInnen eben noch ausgefüllt haben, werden dann quasi zum Drehbuch für eine andere Gruppe.
Also müssen die, die jetzt eben noch, denen alles egal war, die vielleicht auch damit ihre Probleme hatten, ihre Emotionen zu verstecken, die müssen plötzlich sehr extrovertiert damit umgehen und müssen sehr, sehr positiv, euphorisch sein oder negativ, wie auch immer. Nach 3 Phasen hat man halt sichergestellt, dass alle Teams jede Perspektive einmal hatten. Und damit schafft man das auch innerhalb von 45 Minuten am Ende zu einer guten Reflexion zu kommen. Hey, wie ist es euch ergangen? Also was hat es mit eurem Spiel gemacht? Einige Wortmeldungen, die ich dann gehört habe, waren zum Beispiel, hey, es war super, super schwer, negativ zu sein, weil es gibt einfach Menschen, die können das nicht. Die sind positiv von Grund auf. Oder für viele ist es auch super schwer, keine Emotionen zu zeigen. Also die Egalo-Gruppe ist vermutlich noch die schwerste, weil Emotionen, das wissen wir aus Fußballinterviews, Emotionen zum Fußballspiel dazugehören, zum Spiel dazugehören. Klassiker. Und sind schon mal wesentliche Aspekte. Und dann kann man natürlich auch da in der Reflexion das Ganze darauf lenken, dass jeder eine andere Art hat zu kommunizieren. Und dass es aber dennoch eine Wirkung hat, die eine Wirkung hinterlässt. Also es gibt Leute, die sind rauer im Ton. Die müssen dann aber auch durchaus verstehen, dass das Zusammenspiel in dem Team auch mal verschlechtern kann, weil andere vielleicht einen sensibleren Ton anschlagen. Als ich das in einer Unterrichtsreihe gemacht habe, hat sich das Ganze dann, also mündete das in der Sicherungsphase darin, dass die sich 5, 6 Punkte Regeln für ihr festes Team, für ihre Schicksalsgemeinschaft zusammenfassen sollten. Es war so ein Team-Tagebuch, in dem das festgeschrieben wurde, wir wollen uns anfeuern, wenn wir einen Fehler oder einen Erfolg haben. Wir wollen uns aufbauen und unterstützen, wenn wir einen Fehler machen. Wir klatschen ab nach jeder gelungenen Aktion. Das war vor Corona, da war das alles noch kein Problem, abklatschen. Also das waren so eine Aspekte und aus unserer Sicht ist das eine gute Möglichkeit, vom Thema Kommunikation hin zu einem richtig guten Verhalten im Team auch zu kommen. Genau, wie kommt ihr an diese Rollenkarten, mal angenommen, ihr möchtet die nutzen? Wie mal, sind die in der Präsentation mit dem QR-Code jetzt verlinkt oder wird das später mitgeschickt? Die werden wir noch zur Verfügung stellen, entweder weil sie Leonard auf Albertek unter diesem Webinar noch abspeichern wird oder ob wir sie dann per E-Mail noch zur Verfügung stellen. Also auf die eine oder andere Weise bekommt ihr natürlich diese toll designten Karten, die Flo in nächtlicher Stunde vorbereitet hat. Musste nur adaptieren. Habt ihr dazu zu Fragen zu dem Spiel? Oder habt ihr noch andere Ideen, Anmerkungen, wie man Kommunikation in den Mittelpunkt stellen könnte? Vielleicht andere kleine Spielideen? Also mir fällt auch noch eine ein, die wir vorher besprochen haben. Ja, Rosemarie, wir schicken es auf jeden Fall mit. Das, also wollen wir sicherstellen, dass ihr alles bekommt, alles mitnehmen könnt hier. Also, dann steuere ich das vielleicht noch kurz bei. Im Vorfeld haben wir auch über Kettenfange nachgedacht. Kettenfange super banal und Kinder rennen wie wild und zerren aneinander, Dreiergruppen. Wie würde sich denn zum Beispiel dieses Spiel entwickeln, wenn man die Kommunikation ein wenig manipuliert und sagt, Leute, ihr dürft nicht reden. Wie würdet ihr das machen? Dann könnte man zum Beispiel nach der ersten erfolglosen Phase vielleicht auch mal fragen, na, wie war es denn gar nicht zu kommunizieren? Das ist natürlich ketzerisch gefragt, weil natürlich haben die eine Alternative gesucht, Blickkontakt aufgenommen, vielleicht ein Opfer, sage ich mal, oder einen zu fangenden Spieler oder eine Spielerin ausgeguckt oder mit Schultern tippen oder mit Zerren oder vielleicht auch mit einer Zuordnung. Spielerin in der Mitte gibt das Kommando an und zieht in die Richtung. Das alles sind natürlich Alternativen, das Ganze auch nonverbal zu lösen. Und das sind interessante Aspekte, auf die wir die Schülerinnen und Schüler auch mal lenken könnten. Rosemarie schreibt, dass sie viel den Einsatz von Musik nutzen. Das ist natürlich auch eine super Möglichkeit, Kommunikation zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Okay. Ursula, um die Frage zu beantworten, also jede Mannschaft spielt einmal Positivus, Egalus und Negativus, genau. Weil der Kontrast tatsächlich das Ganze so lohnenswert macht. Also aus meiner Erfahrung, ihr könnt das gerne ausprobieren oder mich korrigieren, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Für mich hat sich das total gelohnt, weil jeder in der Sicherungsphase wusste, wie es sich als Positivo, als Egalo oder als Negativo anfühlt. Im Übrigen, Sportlehrkräfte lieben das selbst, dieses Rollenspiel in Fortbildung. Die sind am euphorischsten.
Da fällt mir auch nur aus Trainersicht ein, dass ich auch als Trainer manchmal zwischen dem Positivo, dem Egalo und dem Negativo hin und her schwanke. Also ich habe mich da auch bei der einen oder anderen Erläuterung von dir ertappt gefühlt. Ja, ja, man muss auch ehrlich zu sich sein. Ja, absolut. Manchmal ist es einfach, gehört es dazu. Und auch der Umgang natürlich mit den negativen Gefühlen. Aber da kommen wir dann später zu, bei Fairness zu. Du kannst die PowerPoint-Präsentation sehen? Ja. So, aber guck mal, wie schnell ich mich kompetent gemacht habe. Wow. Genau, die nächste Sozialkompetenz, die natürlich wunderbar zur Kommunikation passt, ist die Kooperation, also das gemeinsam wirken wollen. Wir überspringen die Folie quasi, dass wir da jetzt nicht noch groß verbal ausführen, was wir darunter verstehen, sondern wollen wieder vor allen Dingen in Spielen zeigen, Ball ablegen, ein sehr einfaches Spiel, Tic-Tac-Toe dann schon komplexer, bevor wir dann noch ein Ballspiel und quasi eine Mutprobe zeigen wollen. Von daher switche ich jetzt wieder in die Albertheke. Und bin hier, genau. Du siehst die Albertheke, Flo? Ja. Super, na dann, Mats ab unter dem Blickpunkt Kooperation. Wie gesagt, Ball ablegen, einfaches und schönes Spiel, vor allem auch für junge Kinder. Eine Bambusleitung oder was? Eigentlich war ich derjenige von den Referenten, der immer die beste Leitung hat, aber heute. Also, nächstes Spiel, Ball ablegen. Wir haben schon Mannschaften gemacht. Bei jedem Teppichfliesen ist gleich eine Mannschaft. Jede Mannschaft hat 8 Bälle und muss in ihren Tennisreifen, in jeden Reifen, 2 Bälle reinlegen. Los geht's! In welcher Reihenfolge ihr das macht, dürft ihr selber überlegen. Wer von euch wo den Ball ablegt, dürft ihr auch selber überlegen. Okay, Hauptsache, in jedem Reifen sind 2 Bälle. Ihr lauft als Staffel, das heißt, einer läuft hin, legt einen Ball ab, läuft zurück, klatscht ab und dann darf der nächste loslaufen. Alles klar, wenn alle Bälle weg sind, hinsetzen, die Mannschaft, die zuerst fertig ist, hat gewonnen. Ja, genau. Nächste Runde. Bälle abholen. Das heißt, rückwärts hinlaufen. Fertig. Los geht's. Vorwärts zurücklaufen. Okay, überlegt euch wieder. Wer läuft die langen Wege? Wer läuft die kurzen Wege? Rückwärts hin und vorwärts zurück. Und vorwärts. Abschlagen und los geht's. Genau. Vorwärts zurück und der nächste. Tempo, 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 Tempo. Ich würde gerne auch gleich das nächste Spiel zeigen, wo es auch um Kooperation geht. Hier gerade beim Spiel Ball ablegen war die Kooperation ja nacheinander geschaltet. Also ich überlege mir, wo laufe ich hin. Mein Partner, meine Partnerin reagiert darauf. Im Spiel Tic-Tac-Toe ist das Ganze quasi dynamischer und wechselseitig. Ich habe permanent zu gucken, können wir gemeinsam eine Lösung finden. Von daher schauen wir gleich einmal in das Video rein, wie Kooperation ganz anders in einem einfachen Spiel gestaltet werden kann. Unser nächstes Spiel heißt Tic-Tac-Toe. Das Ziel ist es, mit 3 Spielerinnen 3 Felder zu besetzen und damit eine Reihe zu bilden. Fertig, go! Stopp! Die blaue Mannschaft hat diagonal besetzt. Das heißt, der erste Punkt geht an das blaue Team. Ihr geht bitte wieder zurück zum Start. Fertig, go! Wenn ihr gleichzeitig in einen Reifen hineinsteigt, also eine Spielerin von Rot und eine von Blau, müssen beide den Reifen wieder verlassen und einen neuen besetzen. Dann ist der Reifen frei für jemand Neues, der da rein kann. Stopp! Die 3 Blauen sind in einer Reihe. Es gibt einen weiteren Punkt für Blau. Ihr geht zurück zum Start.
3, 2, 1, go! Und drei rote. Drei rote in einer Reihe, ein Punkt für rot. Im nächsten Schritt werden wir noch in eine Variante gehen, bei der ich euch Zahlen zuweise und ich bestimme, wer von euch laufen muss. Ihr könnt euch also vorher nicht wirklich absprechen und wisst, welche drei dran sind, sondern ich bestimme und ihr müsst spontan loslegen und dann als Mannschaft versuchen, eine Reihe zu besetzen. 1, 2, 3, go! Bitte. Zurück. Ja. Nein. Gleichzeitig auflösen. Was? Genau. Zurück zum Start. Wir legen uns alle auf den Bauch. Die Nase ist auf Höhe eures Fußes. 1, 3, 4, go! Besetzt, heißt freimachen bitte. Daran, da. Wieder gleichzeitig, wieder freimachen. Bleib drin. Du bleibst aus. Und du gehst da rein. Los. Ja. Bevor ich an dich übergebe, Flo, würde ich gerne dazu noch was sagen, weil man schon in diesem Video gesehen hat, wie die Kooperation mit jedem weiteren Durchgang aktiver wurde. Also wenn man in der Kommunikation von Egalos sprechen würde, ja, sehr wenig, sehr leise Kommunikation, hat man am Ende gesehen, wie wirklich miteinander gesprochen wurde und miteinander gehandelt und geplant wurde. Und das heißt, man hat mehrere Kooperationsebenen, also einmal schon bevor ich loslaufe, während ich in den Kreisen bin, schaue ich nicht nur auf mich, sondern ist meine Position überhaupt die richtige im Verhältnis zu den anderen beiden Mädchen. Es waren ja alles neun Mädchen waren es, glaube ich, insgesamt. Und sich dann auch noch zu trauen, über die Kommunikation in die Kooperation zu gehen, hat man in dieser Videoreihe, die natürlich auch prädestiniert zusammengeschnitten wurde, aber schon gesehen, wie die Kommunikation stetig besser wurde und interaktiver wurde. Das Ganze kann man natürlich auch beliebig erweitern mit Bällen, mit unterschiedlichen Laufarten, auf welchem Bein man steht etc. Aber vor allen Dingen das, wir trauen uns zu kooperieren und das über Sprache auszudrücken, hat mich bei dem Spiel sehr beeindruckt und hat sehr gut zum heutigen Thema gepasst. Ich würde da gerne noch mal einhaken, weil wir ja von verschiedenen Perspektiven gesprochen haben. Aus Sicht des Sportunterrichts wäre es natürlich total wichtig, dass wir das Ganze auch reflektiert tun. Also wir haben jetzt ja im Prinzip kooperative Spiele und davon gibt es ja auch in der Albathek unzählige und ich bin mir sicher, jeder und jede von euch wird irgendwelche Übungssammlungen haben, favorisierte Spiele, in denen Kooperation abverlangt wird. Wenn wir das Ganze wenn wir eine Kompetenzförderung wirklich machen wollen, dann müssen wir auch mit den Schülerinnen und Schülern aber auch drüber sprechen, das Ganze reflektiert machen, was sind die Schwierigkeiten, wie können wir da besser werden und so weiter. Und dann kann man das natürlich auch in der Leichtathletik machen, sage ich mal. Also wenn wir jetzt hier so eine Sprintstaffeln haben, na, dann können sogar die nachher einen kooperativen und kommunikativen Aspekt haben. Und das ist dann sicherlich auch sehr lohnenswert, dass es nicht immer dann nur um die pädagogische Perspektive Leistung gehen muss, sondern man das Ganze auch mal ein bisschen auflockern kann. Macht dann tatsächlich wahrscheinlich auch mehr Spaß in der Stunde, weiß ich nicht, 400 Meter zu sprinten. Fällt den Schülerinnen und Schülern vielleicht gar nicht so richtig auf. Ja. Und Anne hat es geschrieben, Tic-Tac-Toe, ne? Es gibt unzählige Varianten, man legt dann die Gegenstände rein, rennt zurück, man darf nochmal Gegenstände umlegen und so weiter. Das kann man alles auch hintereinander schalten und vielleicht sogar eine Teambesprechung einführen. Das ist was, worauf wir auch beim nächsten Spiel eingehen wollen. Wie können wir sowas anregen? Vielleicht so ein vertiefendes taktisches Verständnis bei den Schülerinnen und Schülern. Also aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man diesen Austausch schafft, Raum dafür gibt. Dann schauen wir uns jetzt das Video an und dann gehst du auf die Teambesprechung ein, richtig? Genau, und dann müssen wir auf die Uhr schauen, Nima. Ja. Wir quatschen zu viel. Entschuldigung. Auf geht's. Fußball auf mehrere Tore. Das Spiel wird wie folgt funktionieren. Wir haben gleich Mannschaft Rot, die fängt hier unten zwischen den beiden roten Hütchen an. Mannschaft Blau startet gleich da hinten zwischen den beiden roten Hütchen. Ziel ist es, logischerweise in der Mitte, auf eines der beiden Tore ein Tor zu erzielen. Ich schieße den Ball mal in unterschiedliche Richtungen. Der wird nicht immer genau mittig landen, sondern mal bei Mannschaft Rot, mal bei Mannschaft Blau ins Feld. Ihr seht, die Tore sind entgegengesetzt. Also ihr könnt drumherum spielen.
Ja, überlegt euch eine schlaue Taktik, wie ihr zu zweit es schafft, ein Tor zu erzielen. Wichtig, es gibt nicht, das eine Tor ist für Rot, das andere ist für Blau. Beide Teams können auf beide Tore ein Tor schießen. Auch wenn ich daneben schieße, können die Gegner abstauben, wenn das Ding direkt vorm Tor liegt und einfach reinschießen. Okay, also schnell reagieren. Und los! Gut. Weiter geht's. Stark. 3-1. Du möchtest jetzt was sagen oder ich öffne erst die Karte? Ja, parallel vielleicht dazu. Auch das aus meiner Sicht jetzt ein super Spiel, also in dem man auf Zack sein muss, also von der reinen Spielidee her, auf mehrere Ziele zu spielen. Also man kennt, wenn ihr das werdet ihr sicherlich in eurer Praxis auch mal machen, dass man vielleicht mal auf mehrere Körbe spielt oder mehrere Hocker irgendwo hin hat. Man kann es mit Fußball machen, mit Hockey. Eine ganz coole Spielidee, in der der clevere, schnelle Gedanke vielleicht das Spiel entscheidet. Für mich ist es jetzt in dem Fall nur ein Beispielspiel, um auch eine Teambesprechung mal zu thematisieren. Wir hatten den Kompetenzschwerpunkt Kooperation und der besteht natürlich auch aus mehreren Elementen, Standards, die man da thematisieren könnte. Hier ist mal eine Vorlage, wie man das dem Team mitgeben könnte, vielleicht im Rahmen eines Teamtagebuchs oder man schmeißt es mal als einzelnes Arbeitsblatt in ein Team rein. Festgelegt haben wir uns schon mal bei Teamzusammenhalt, also dass man nach einer Spielphase vielleicht eine erste Besprechung macht und die Teams mal eine kurze Einschätzung geben müssen. Reicht eine leichte Daumenprobe? Ja, einfache Mehrheit vielleicht. Wie ist unser Teamzusammenhalt? Ist der gut? Ist der egalomäßig oder ist der negativ sogar? Für uns als Lehrpersonen wäre jetzt natürlich die Möglichkeit, je nach Spielform, was wir da vorhaben, dass wir andere Aspekte mit dazu nehmen. Also gelingt es uns, uns freizulaufen, den Passschatten zu verlassen, uns anzubieten oder finden wir die freien MitspielerInnen? Das ist natürlich auch ein perspektivisches Phänomen. Ne? Vielleicht der versierte oder versiert zu sein glaubende Fußballer sagt, ja, ihr steht ja gar nicht frei und die anderen haben die andere Perspektive, ja, du spielst ja nie ab. Dazwischen liegt vielleicht das Problem, dass nicht freigelaufen und angeboten wird. Das wäre jetzt ein Gesprächsanlass dazu, darauf mal zu kommen. Bälle zum Ziel bringen, gegenseitig aushelfen, befreien, vielleicht wenn es um so eine Spiele geht, wo man auch angetippt werden und gefangen werden kann und wieder erlöst werden kann. Wie ist die Kommunikation im Team? Das sind alles mögliche Beispiele, die ihr dann gewichten könnt. Ich würde es nicht überfrachten. Ist ja auch für ein Team nicht ganz so leicht, sowas aus der kalten Küche zu starten, so eine Teambesprechung. Aber mit zunehmendem Verlauf der Stunde und mit jeder weiteren Besprechung dürfte es leichter fallen. Im ersten Schritt geht es sozusagen um Bestandsaufnahme immer, wie ist es gerade? Und im Schritt 2 ganz konkret nach Besprechung 1, was können wir denn jetzt an unserem Zusammenspiel verbessern? Vielleicht sogar in Imperativform oder lauft euch frei, verlasst den Passschatten oder irgendwelche anderen Handlungsanweisungen, die nicht ganz so im Befehlston klingen. Das könnte dort da festgehalten werden und dann wieder gehen wir in eine Spielphase und haben dann ja schon eine ganz elegante Rhythmisierung eigentlich aus Praxis, Reflexion, Anpassung, nächste Praxisphase und so weiter und kommen dann sicherlich zum Stundenende auch zu einer fundierten Reflexion mit der ganzen Gruppe. Hey, was war denn jetzt wichtig für dieses Spiel? Und ihr merkt schon, das könnte man genauso im Basketball machen, das könnte man mit Ablegeball machen, Mattenball, irgendeinem tollen Endzonenspiel. Das ist, glaube ich, auch variabel einsetzbar. Habt ihr dazu Fragen? Oder habt ihr sowas schon mal gemacht? Habt ihr damit Erfahrung? Dann lasst es uns gerne wissen über den Chat oder die Frage- und Antwortfunktion. Ansonsten wird es natürlich auch mitgeschickt. Ja, das sowieso. Ich wechsle wieder die Ansicht. Ich werde mit jedem Wechseln werde ich besser. Ja, es ist ein gutes Zusammenspiel. So, das letzte Spiel, wenn man so will, in Anführungsstrichen, das wir euch zeigen wollen zum Thema Kooperation, ist ein schönes unseres Kollegen Jürgen.
wo es nicht um Bälle und um Tore erzielen geht, sondern um das Matten-Sandwich, auch vor dem Hintergrund der Kooperation sehr geeignet. Du siehst die Alba Tech, Flo? Ja, wieder mit einem Balken. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Ja. Jetzt einmal ganz gut zuhören. Sandwich ist ja Brot, Käse, Brot. Ihr seid gleich der Käse und legt euch zwischen der Matte. Wenn ihr gleich in der Matte runtergeht, könnt ihr euch entweder auf den Bauch legen, das heißt Kopf zur Seite bitte, genau, oder seht Füße zur Seite, Hände zur Seite, oder du legst dich einmal um auf den Rücken. Dort ist das Gleiche, Füße zur Seite, Kopf zur Seite, super, und Hände flach auf die Matte. Wir machen es einmal als Probe. Kommando ist 1, 2, 3 Matte hoch und dann 1, 2, 3 Matte runter. Ich gebe das Kommando und dann gehen wir los. 1, 2, 3 hoch und gerade über die Matte halten, nicht nach vorne schieben. 1, 2, 3 und los. Super. Okay, jetzt geht's los. 1, 2, 3, hoch. Und das nun runter. Wir machen es. Auf die Seite. 1, 2, 3 und los. Okay, nochmal. 1, 2, 3, hoch. Okay, Leute, bleib mal liegen, bleib mal liegen, bleib mal liegen. Leute, keine Angst. Gerade hinstellen, gerade halten. Wir machen das ganz normal. Fuß, Kopf zur Seite. Richtig loslassen. 1, 2, 3 und los. Genau. 1, 2, 3, hoch. Nee, gar nicht. Okay. Ich sage immer, wir machen leider was anderes. 1, 2, 3 und los. Und 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, hoch. 1, 2, 3 und 1, 2, 3 hoch. Boah, geil. Das ist voll geil, ne? Ja. Kopf zur Seite. 1, 2, 3 und runter. Ja, mal ein ganz anderer Ansatz von Kooperation, dass jeder das Erlebnis hat, einmal der Käse sozusagen zwischen den beiden Brotscheiben zu sein und dass das für jeden ein Erlebnis ist und man sich gedulden kann und Mut überwinden kann und andere Leute animieren kann, es sich auch zu trauen, hat in der Halle extrem gut gewirkt und die Kinder hatten sichtlich Spaß, was hoffentlich auch im Video gekommen ist. Und da ging es ja weder um Kooperation, um zu gewinnen, sondern irgendwie Kooperation um dieses Spielerlebnis, also die Mitspielfähigkeit in der Trainerwelt, einfach mal durch so einen schönen Ausflug, wo es nicht Sieger und Verlierer gibt, sondern einfach wir arbeiten zusammen, weil wir Lust an der Bewegung haben, zu demonstrieren. Hat mir sehr gefallen. Sabine fragt, ob es nicht wehtut, der Käse zu sein. Gar nicht, offensichtlich. Also es kommt natürlich ganz klar auf die Matte an. Die Matten, die wir bei Alba in der Halle zur Verfügung hatten, sind natürlich super gewesen. Es gibt ja auch harte Matten, aber die sind sehr leicht, die Matten. Die kann man also auch zu zweit, zwei Kinder können die auch tragen. Die sind sehr, sehr leicht nur gefüllt. Aber es gibt natürlich noch die guten alten aus meiner Schulzeit, harten Matten, die man kaum zu viert hochkriegt. Die würde ich nicht unbedingt nehmen. Aber in der Alba Trainingshalle hier in der Knarkstraße in Berlin, da ging das wunderbar. Mit Matten kann man sowieso sehr, sehr viel machen, ne? Was Kooperation angeht. Also Weichbodenmatten sind super. Also ihr kennt alle Mattenrutschen. Auch da, wenn ich da kommuniziert und die Hände zusammenhält, dann ist die Matte unterwegs und einer ist noch in der Luft. Also ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Oder es gibt auch hier die Alternative, dass man nicht drunter liegt, sondern dass die Matte vielleicht nur hüfthoch erstmal angehoben wird und man oben drauf steht, so als Surfer oder Surferin. Und dann fallen gelassen wird und das Ganze dann abfedern muss. Auch das ist ziemliche Überwindung und irgendwie hat es dann doch wieder mit Zusammenarbeit zu tun und ja auch mit Vertrauen den Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber. Okay, kommen wir zum
Letzten Punkt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ihr seid uns hoffentlich weiter gewogen, wenn wir 2-3 Minuten überziehen, aber wir geben Gas. Also wir kommen zur Fairness. Also ganz, ganz wichtig ist es für uns, dass wir ja Regeln vereinbaren und einhalten lernen mit der Klasse. Dass faire Verhaltensweisen erkannt und auch als solche honoriert werden. Es bleibt beim Spiel nicht aus, dass es Sieg und Niederlage gibt. Auch das muss auch mal thematisiert werden. Da reicht es dann vielleicht nicht einfach nur nach der Stunde zu sagen, Mensch, sei kein Frosch, sondern das kann auch mal durchaus das Herzstück einer Stunde sein, dass man darüber spricht und auch verschiedene Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Anderer Punkt zu Fairness, wir haben ihn jetzt hier mal reingepackt, der Differenzierungsaspekt, wenn es unterschiedliche Niveaus gibt, auch mit Handicaps und mit Pro-Caps, also dem Gegenteil zu arbeiten, dass sich Schülerinnen und Schüler vielleicht auch aussuchen dürfen, hey, ich halte den Ball und mir ist das einfach unangenehm, wenn mir ständig jemand den Ball aus der Hand reißt. Ich bin noch nicht so weit, dass man dann auch sagen kann, hey, ich hätte gern diesen Meter Platz oder bei mir darf der Ball nicht rausgerissen werden. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, für ein bisschen mehr Fairness und Gerechtigkeit zu sorgen. Aber Nima, komm, hau mal die Spiele rein, die waren wirklich richtig cool, weil die Schülerinnen und Schüler tatsächlich so ein bisschen im Eifer des Gefechts schon fair sein müssen und ehrlich sein müssen vor allem. Bambusleitung buffert. Nächstes Spiel, Hallo wegfangen. Wir haben gleich wieder Fänger. Fänger sind alle Kinder mit dem Ball in der Hand. Und ein Kind möchte ein anderes Kind berühren. Dann übergebe ich den Ball, dann bist du der nächste Fänger. Darf mich aber nicht sofort wieder zurückfangen. Okay? Ihr seht die Hütchen. Wenn man auf dem Hütchen steht, mit einem Fuß auf dem Hütchen, jetzt darf ich sie nicht fangen. Jetzt jage ich dich. Einmal hinstellen. Du schreist ganz laut, Hallo weg. Jetzt geh nicht mehr, jetzt müsste ich die Caro fangen. Du darfst wieder weglaufen. Caro darf nicht sofort nochmal Hallo weg an diesem Hütchen sagen, sondern muss erst woanders hinlaufen. Okay, Spielfeld ist die Wand, die Wand, die Wand und diese weiße Linie. Und weiter geht's. Ich schlage mal vor, dass wir das nächste Spiel gleich hinten anfügen und dann über den Fairness-Aspekt sprechen. Bei Hallo wegfangen fallen mir alleine schon minutenlang Sachen ein, die man dazu sagen könnte. Mauern fangen, auch ein sehr einfaches Spiel, wo der Fairness-Aspekt, denke ich, selbstredend im Video schon rauskommt. Deshalb schauen wir es uns doch gleich mal an. Also, erstes Spiel, Mauern. Wir haben gleich ganz viele Geister. Alle Kinder sind Geister und dann haben wir Geisterjäger. Die Geisterjäger bekommen einen Ball und versuchen die Geister zu fangen. Wir wollen einfach hier Geist berühren, dann ist er der neue Geist, darf mich aber nicht sofort direkt zurückfangen, sondern erst, wenn er mich später wieder irgendwo aufs Spielfeld sieht und trifft. Die Geister können über die Bänke springen, das heißt, die Bänke sind Mauern, einfach durchfliegen, die Geisterjäger müssen außen rumlaufen. Geister dürfen nur einmal über eine Bank springen und müssen dann über eine andere Bank springen. Spielfeld, Mittellinie, Wand, Wand, Wand. Ab im Aus. Leider gefangen. Und los geht's. Freeze! Jetzt dürfen die Geister nur noch von der Seite durch die Mauer springen, wo die Teppiche sind.
Okay. Darfst du drüber springen, junger Mann? Hopp, gibt's einen Ball? Sehr gut. Ja, cool. Also erstmal, also ich finde sehr, sehr schöne Spielideen. Und ich, wenn ich mich jetzt in ein Kind reindenke, dann ist es nahezu verlockend, abzukürzen über die Bank, wenn man effizient auf der Jagd ist und irgendwie einen Mitschüler oder eine Mitschülerin anzuschlagen. Und gerade dieses Verlockende, das kann dann halt auch mal thematisiert werden. Also ist es, also das Thema Gerechtigkeit und Fairness. Die Regeln gelten für alle. Idealerweise braucht man bei der Spielform keinen Schiedsrichter. Aber auch das kann ja durchaus eine Überlegung sein, dass man dann vielleicht sportbefreite Schülerinnen und Schüler oder ja, einfach mal wechselnde Teams mit auf die Bank stellt und vielleicht in eine Funktion der Schiedsrichter oder Schiedsrichterin bringt. Ansonsten ziemlich, ziemlich cool, weil man wirklich da merkt, dass Schummeln doch auch irgendwie manchmal Sinn macht und wie wichtig das ist, dann auch immer diese Bedürfnisse hinten anzustellen, gerade vielleicht ein Feld abzukürzen oder doch mal die falsche Sache, da guckt schon der Lehrer nicht. Das kann man daran ganz gut darstellen, dass es natürlich nur Spaß macht, wenn die gleichen Regeln für alle gelten. Ja, beide Spiele prädestiniert für Anreize, das Spiel sozusagen zu schlagen und besonders schlau wie Schlumpf zu sein, für alle, die noch die Schlümpfe kennen, aber auch umso besser geeignet, um quasi von Kindern, für Kinder quasi den Fairness-Aspekt immer wieder zu trainieren und auch als Lehrer oder auch als Trainer zuzulassen, dass das natürlich eine Weile braucht, dass Fairness jetzt auch nicht von jetzt auf gleich kommen kann, sondern dass Fairness und Gerechtigkeit und welche Werte sind uns bei Spielen generell wichtig, dass das genauso Inhalt eines Trainings und einer Schulung und auch einer Reflexion sein muss. Von daher wünscht man sich, oder ich gehe von mir aus, ich wünsche mir oft, dass Spiele sofort in meiner gedachten Idee, mit meiner beabsichtigten, wie soll ich sagen, mit meinem beabsichtigten Lerneffekt funktionieren. Ich stelle dann auch immer wieder fest, habe ich mir anders gedacht, als jetzt die Umsetzung aussah. Und das hilft mir auch immer wieder, einen Schritt zurückzutreten, um zu sagen, ja, manche Dinge brauchen Geduld und brauchen Training und brauchen mehr Partizipation durch die, die es spielen, also durch die Kinder. Von daher zwei super Spiele, die ich auch in der letzten Woche in den Herbstferien mit meiner U14 Basketballgruppe gemacht habe. Und da werden Technik und Technikaspekte vor allen Dingen, wir haben das mit Dribbeln gemacht, automatisch mittrainiert. Also von daher ein ideales Spiel, um Technik und auch Mitspielfähigkeit quasi in Spielen zu vereinen. Stellt gerne eure Fragen. Wir sind ja jetzt im Diskussionsteil, haben 17:03. Das ein oder andere Spiel weggelassen. Nichtsdestotrotz findet ihr alle, die wir zeigen wollten, in der Albathek. Du siehst die Folie, Flo? Ja, wunderbar. Genau, ihr findet alle Webinare, die wir bisher gemacht haben. Wir haben letztes Jahr im Oktober 2020 angefangen. Alle Webinare findet ihr auch nochmal auf albathek.de/Webinare. Dieses Webinar werden wir auch wieder in die Albathek stellen und auch schon einmal Werbung machen. Vielleicht kann ich ja Flo wieder dafür gewinnen. Für die letzte Fortbildung in diesem Jahr, Online-Fortbildung am 22. November, wieder am Montag, wieder 16 Uhr. Und da wollen wir noch einmal aus der Albathek, die Spiele sind noch nicht in der Albathek verfügbar, kleine Pass- und Aufmerksamkeitsspiele euch vorstellen. Mit dem griffigen Titel Pass gut auf. Von daher freuen wir uns, wenn ihr euch anmeldet. Und ja, ich kann nur sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe die Spiele auch sehr gerne geguckt. Manchmal habe ich glatt vergessen, dass ich der Referent bin. Ich fand extrem hilfreich und das ist jetzt keine Speichelleckerei, wie du das auch nochmal aus Lehrersicht beleuchtet hast. Dafür danke ich dir in jedem Fall, Flo. Und überlasse dir auch gerne die letzten Worte der heutigen Fortbildung. Nee, ich möchte einfach nur, also auch dir danken, super vorbereitet alles. Ja, lasst uns eine Lanze dafür brechen, Sport als erziehenden Sportunterricht zu sehen.
und die ja, das Potenzial im Sport zu nutzen. Also da werden uns auch alle Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar sein, wenn wir das schaffen, das Klima einer Klasse zu verbessern. Gerade Klassen, die neu zusammenkommen. Also ich denke an Sekundarschulen, 7. Klasse. Alle sind noch in so einer Phase, in der sie ihren Platz suchen. Also das, da lohnt es sich einfach, das zu machen und auch da nicht nachzulassen. Also ein gutes Klima, eine gute Kommunikation, gute Kooperation, die hilft auch fächerübergreifend. Und uns in der Sporthalle macht es das Leben natürlich auch so deutlich angenehmer. Ja, also auch ganz großes Dank von mir an alle Teilnehmenden. Eure Fragen und weiteren Inputs, Rückmeldungen, macht wie immer sehr viel Spaß. Niemals überlege es mir. Ja, alles gut. Genau. Wenn weitere Fragen aufkommen, die wir heute nicht beantwortet haben, weil sie euch im Nachgang aufgeploppt sind, dann schreibt uns gerne sportmachtspaß@albaberlin.de. Dieses Postfach sichte ich auch und ich freue mich dann, von euch da Anregungen oder Feedback oder irgendeinen Wunsch zu lesen, den wir dann hoffentlich auch erfüllen können. Vielen Dank auch an Paul, an den technischen Support im Hintergrund. Lief ja alles wunderbar. Vielen Dank an dich, vielen Dank an Flo und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.